Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu Splatoon 2 Global Test Fire. Und heute werden wir uns dem Kleckser widmen. Den werde ich heute spielen. Die perfekte Waffe, wenn man dem Gegner gern im Nahkampf zu Leibe rückt. Drücke am Boden ZR, um großflächige Tinte zu schleudern. Drücke ZR im Sprung für konzentrierten Tintenschuss. Ja, die Roller haben sich ein bisschen verändert seit Splatoon. Ins Positive oder Negative, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich bin gespannt. Ich werde es jetzt testen und sehen, was daraus wird. So, da ist ein Ben dabei, aber das ist nicht unser Bendy-Kay. Und vorhin war, letztes Mal, ne, war ein Marty dabei, das war auch nicht unser Martin. Und wir spielen eine neue Map, aha. Die Mulluskelbude. Okay, whatever. Und wieder kein weiblicher Inklick. Oh, der Tag, an dem Splatoon rauskommen wird, ich schwöre euch, Leute, ich werde ihn spielen. So, ich merke gerade, wir haben die Klecksbomben bei uns. Die haben sich also nicht verändert. Und wir können natürlich spritzen, so. Und im Sprung können wir, ja, jetzt so einen neuen Move machen, der konzentriert halt schießt. Nicht mehr so großflächig, aber das ist immer in der Luft, naja. Und am Boden kann man halt normal spritzen, wie man es vom ersten Teil gewohnt ist. Und da kommt ein Raketenrucksack. Mit dem lege ich mich natürlich nicht an. Ich bin nicht dumm und zack! Stirb! Okay. Er hat mich. Ja, er selbst ist entkommen. Hat mich aber auch nicht gekriegt. So, ich bin jetzt schon ein bisschen warmer. Wärmer. Ich spiele mit den Joy-Cons am Haltergriff, ne, für die, die das nicht gemerkt haben. Zum Pro-Controller kann ich leider noch nichts sagen, der ist mir nämlich momentan zu teuer. Und deshalb spiele ich halt mit den Joy-Cons, weil ich finde, mit denen spielt man eigentlich auch ganz gut. Oh Gott, da ist jemand, da ist jemand. Ist weg. Alter, jetzt schießt er mit diesen Raketen auf mich, aber ich bin entkommen. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Roller genervt worden sind. Die wurden ja gehasst. So, ich spring mal zurück. Oh, und zwar im richtigen Moment. Da kam eine Tintenfaust. Ich nenne das jetzt mal Tintenfaust. Ich denke, das wird auch so heißen. Ja, ich kann nicht sagen, dass die Roller jetzt wirklich genervt worden sind. Es hieß immer wieder in Updates, der Roller wird genervt. Ja, schöner Kill. Und gleich mal raufspringen und alles einfärmen. Das scheint irgendwie der neue Tintsuka-Werfer zu sein. Oder das neue Tinferno. Und der Roller, den kriege ich nicht eingeholt. Was ist denn das? Hinter mir könnte einer sein. Aufpassen. Nicht in gegnerische Farbe reinfahren. Oh, da ist jemand. Das scheint ein Konzentrator zu sein. Oder? Überraschen! Ach. Ja. Das war ein Kleckser. Die haben aber irgendwie den DC. Oder wir spielen gerade 3v3, weil irgendwie. Haben zwei in DC gekriegt. Mal schauen, ob wir einen in Global Testfire kriegen werden. Ich hoffe mal nicht. Aber wenn es so ist, ja, dann ist das schon mal ein schlechtes Omen. Ja, was kann man noch so zu Splatoon sagen? Oder zu Splatoon 2? Ich sage immer Splatoon, weil für mich Splatoon 2 wie Splatoon ist, nur als großes Update. Mit neuen Maps und neuen Waffen und neuen Inklings. Ja. Großen Ganzen ist aber gut. Warte, sieht man denn auch, wo die Gegner sind? Nee, das sieht man nicht. Okay, dann ist ja gut. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, ich spring zum Point zurück. Wir haben Afkala. Okay. Das ist natürlich richtig behindert. Dann kann man auch nicht gewinnen. Oh Gott, das ist ein deutlicher Lose. Aber die Map, ja, ist auch ein bisschen großflächiger. Unterscheidet sich jetzt wenig von der DK-Bahnstation. Ja, mal schauen, was die sich für den Release dann einfallen lassen. Und ich bin immer noch der Top-Spieler in unserem Team. Okay, alles klar. Ja. Jetzt sind die Server down, oder wie? Gut, dass das in der ersten Folge nicht passiert ist. Da hatten wir einen schönen Kampf. Und jetzt leider warten wir ein bisschen. Diesmal schneide ich noch nicht. Ihr wisst es, wenn das Projekt dann im Sommer startet, dann schneide ich die Wartezeit raus. Heute nicht. Heute will ich also in einem Stück haben. Und da ist er, Tom. Okay. Und los geht's. Komm, diesmal
Female Ian Kling, komm, ja, komm, bitte, bitte, bitte. Ja, ich bin vermutlich wieder der gleiche irgendwie. Die Frisur hat sich auch nicht geändert, ne? Oder? Ja doch, diesmal sind wir ein Weibchen, aber wie die klassischen, die alten halt, einfach Tentakel runterhängen. Ich will neue Frisuren, goddammit. Das kommt vielleicht noch. Und diesmal spielen wir auf der Map, die wir auch im letzten Part gezockt haben, wenn ich das so erkenne. Ja, sie ist so. Ja, die sieht halt auch ein bisschen wie bekannte Maps aus, ne? Also, ich hoffe, dass die halt stark... Ah, und da, hier haben wir schon MLG Pro, oder wie? Ich hoffe, dass die Maps, die neuen, viele neue Maps, halt wieder das machen, was die neuesten Maps aus Splatoon 1 gebracht haben, nämlich viele neue Elemente. Man hat ja schon gesehen, dass die Murray Towers, die Moräntürme, ja, das Update kriegen, was sie eigentlich auf der Wii U schon längst hätten haben sollen. Nämlich diese Seile, mit denen man sich im Story-Modus fortbewegt. Die wurden jetzt da angebracht und das war dumm. Warte, ich habe einen Raketenrucksack. Okay, er überrascht mich gerne. Vergiss das. Boah, aber dieses... Ah, man ist gewohnt, im Sprung mit dieser großen Flasche anzugreifen. Das geht jetzt nicht mehr, Leute. Das geht nicht mehr. So, und diesen Raketenrucksack... ist tot. Okay, das war wieder der Ben. Eieiei. Oh, und da kommt wieder was Gefährliches. Hat es aber auch nicht geschafft und die springen gerade alle auf einen Punkt. Oh mein Gott. Also, die wissen... Also, der weiß, wie Splatoon geht, aber die anderen scheinen ein bisschen plemplem zu sein. So, wenn jetzt jemand mir auf die Pelle rückt, man merkt, glaube ich, auch nicht mehr, wer vorne ist an den Tintenfischen. Die bleiben jetzt eine konstante Größe. Ist auch irgendwie gut. Und dann strengt man sich wenigstens während dem gesamten Kampf an. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber es kommt dann halt ein bisschen mehr auf das Bauchgefühl an. So, jetzt überrasche ich dich. Ja! Kleckser besiegt. Damit haben wir jede Waffe außer einen Zielkonzentrator schon mal als Gegner gehabt und triumphiert. Und da ist wieder dieser Ben mit seiner MLG Pro Gun. Ich krieg den nicht wirklich. Ach. Zeigt die Karte. Ja, das sieht aber gut aus für uns. Oh, und man kann die Karte jetzt so schwingen. Sehr schön. Und ich achte mehr auf die Karte als auf das Gameplay. Auch gut. Ja, Freunde, wir werden vier Waffen testen. Am Ende dieser Reihe möchte ich dann von euch mal wissen, was ist denn eure Lieblingswaffe? Welche bevorzugt ihr? Weil es sind ja auch die Waffen, die man am Anfang, denke ich, vollkommen frei benutzen kann. Man muss da nicht leveln oder cool sein, die zu kriegen, aber man kann hier nirgends auf die Wand, ne? Es ist sehr schwierig, hier Überraschungsangriffe zu starten, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Das heißt, es entscheidet wieder das Finale des Parts, ob wir diesmal gewinnen oder verlieren. Sehr schön. Ja, gewonnen, neue Animationen sind drin. Sieht aber im Großen und Ganzen, ne, aus wie so... Also, wenn ich mir das so anschaue, sieht es sogar ein bisschen aus, als sei das noch eine Version vor unserem Splatoon für Wii U gewesen. Aber, ja. Über den über die Grafik lässt sich natürlich reden. Und ich setze mich jetzt auch nicht da ein, damit Nintendo die Ultra-Grafik kriegt. Es funktioniert so. Ich muss sagen, der Controller, also die Joy-Cons in der Halterung, ist mir persönlich ein bisschen zu klein. Also da merke ich jetzt doch, dass das ein bisschen zu klein ist, weil man dieses Gamepad halt gewohnt ist. Aber wer sagt denn, dass in Zukunft nicht eine Halterung rauskommt, die halt die Joy-Cons so, ja, rausnimmt, wie das, ja, damals der Fall war. So, Off-TV-Play habe ich noch nicht versucht, ne, logischerweise. Ich nehme das alles auf dem TV auf. Auf TV Play werde ich euch also mal präsentieren. Allerdings, ja, erst während des Projekts. Ich werde es zwar jetzt während der Global Testfire auch mal probieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Off TV Play oder besser im Portable Modus Splatoon wirklich gut wird.
Nee, jetzt wo ich das bemerke, dass die Joy-Cons ein bisschen lappig sind, was das angeht. Also mir persönlich gefällt es nicht so, liegt nicht so gut in der Hand. Ja, wenn ich einen Pro-Controller kriege, dann habe ich natürlich da kein Problem. Ich denke, der Pro-Controller, ich hatte den schon mal in der Hand, der ist wirklich konform getreu. Also das Einzige, was mich da stört, ist halt, dass man die Schultertasten nicht wirklich eindrücken kann. Also das sind halt Knöpfe und keine Hebel. Da man ihn ja auch auf dem PC benutzen kann, eignet er sich halt für PC-Games weniger. Da ist der Xbox-Controller leider Welten voraus. Und auch der GameCube-Controller von damals. Ja, das haben die nie wieder hingekriegt. Einen anständigen Controller zu kreieren, wie er von der GameCube stammt, weil der GameCube-Controller ist tatsächlich der beste Controller, der je erfunden wurde ist. Und ja, Microsoft hat das Ganze halt noch ein bisschen verfeinert. Und ja, dieses Modell, ne, wie das halt, gehst du weg, komm zu mir und ich töte dich. Ah, jetzt schickt er wieder Raketen auf mich, aber ich konzentriere meine Farbe und kriege ihn down. Ist da ein Sniper hinter mir? Ja, tatsächlich. Und ein Roller. Ach, ich habe noch immer dieses Spielerroller. Also ich bin ja eigentlich ein Roller-Mainer. Und ich habe immer noch dieses Spring raus und dann komm mit voller Wucht. Aber das ist ja vorbei. Die Zeiten sind Geschichte. Die Roller sind leider genervt worden. Ja, ansonsten... Heute hatten wir die Steuerung im Blick. Gehst du weg? Gehst du weg? Ich bin mal gespannt, wie die anderen alle abschneiden. Besonders die, die halt jetzt gerade live streamen oder Aufnahmen machen, weil ich kenne einige YouTuber. Die versuchen sich natürlich auch gerade dran und ich bin mal gespannt, ob ich der einzige Vollhulk bin oder ob es da noch einige andere gibt, die souverän failen. Ah, wir sind gespannt. Hey, ich freue mich auf dieses Projekt. Ihr dürft natürlich auch immer eure Meinung in die Kommentare posten. Ist Splatoon 2 was für euch oder nicht? Ja, Freunde, wir sind schon wieder am Ende des Parts. Das geht ja schnell hier. Und die Stunde ist auch schneller vorbei als gedacht. Bis demnächst und ciao.